liebe Chomsey-Community. Habt ihr euch jetzt auch schon immer gedacht, ob er wirklich immer so brav trainiert, wenn er im Gym ist? Oder ob das alles fake ist? Wir werden es heute herausfinden. Da steht sein Auto und da ist er schon im Gym. Und ich komme jetzt nach und dann schauen wir mal, ob er wirklich immer so brav trainiert. Ihr werdet es jetzt sehen. Also die Lichter im Gym sieht man zumindest schon mal. Hast echt wenigstens dort. Er trainiert! Neue Chomsey Sonntag, freu mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video. Wie ihr es im Titel schon gesehen habt, testen wir heute das neue Gym. Ich habe mich nach 5 Jahren endlich dazu entschieden, Gym zu wechseln. Und ja, ihr werdet halt erfahren, wo das Ganze ist, warum ich das Ganze gemacht habe und so weiter. Davor fahren wir aber jetzt noch zu Sarah, weil die ist da mit und von dort aus gehen wir dann ins Fitnessstudio. So, dass in der Nähe vom neuen Gym ein Mac ist, was essentiell ist, ein Gym neben einem Mac. Habe ich jetzt beschlossen, dass ich für mich und Sarah noch schnell Pre-Workout besorge. Okay, es scheint so, wie wenn Sarah noch beim Pferd war. Da sind es die zwei. Sech. Pre-Workout. Wie schmeckt er da? Ich habe einen neuen Kaffee probiert, weil ich mir gedacht habe, neues Gym, neuer Kaffee. Schmeckt. Interesting. Da haben wir Jane, das ist der Sarah Pferd. Das ist so der Übeltäter für jedes Mal, wenn ich mit der Sarah was da bin und die keine Zeit hat. Dann ist es meistens da. Es gibt des Öfteren Wadentraining, weil das sind meine Waden schon heftiger. Was sagst du dazu? Aber ehrlich gesagt wundert mich das auch nicht, wenn die nicht mehr Fleisch kriegen, sondern nur irgendwelche Gräser. Da kannst du eigentlich gar nicht aufbauen, weil nur Fleisch macht Fleisch. So, wir sind gerade am Weg ins Fitnessstudio und einer der Vorteile, was ich jetzt schon mal sagen kann, ist, dass es einfach zu Fuß erreichbar ist, zumindest von der Sarah. Das heißt, ja, man sammelt gleichzeitig ein paar Schritte und ja, ist einfach geiler. So klimatechnisch und so, gell? So, und der Grund, warum ich mich eigentlich in dem Gym arbeiten will, sind diese Racks. Wie ihr aus meinen Videos wisst, sind im alten Gym, haben wir da eins gehabt und das war nicht so richtig. Da haben wir eins, zwei, oben steht auch noch eins. Das bedeutet, wir haben schon allein drei von den Dingen, was mir eigentlich am wichtigsten sind im Fitnessstudio. Und ja, wir haben oben den Bereich, da waren wir gerade. Jetzt sind wir unten, wo man eben wirklich Powerlifting mehr betreibt, was mir auch extrem zart. Mich hätte ich auch mal ausprobieren, so 30 Tage Powerliften. Abonniert, dann verpasst das nicht, gell? Wir haben da einen extrem geilen Kabelzug, wo man die Höhen und so verstehen kann. Extrem geil. Dann, ja, Beintraining. Lassen wir gehen, braucht man nicht, weil das lassen wir sowieso sein. Und wie ihr seht, das Ganze ist rustikal, es geht jetzt nicht um wirklich irgendwie so, dass man sich wohlfühlt mit Sauna und dem ganzen Ding. Es geht da wirklich darum, dass man trainiert. Wir wollen schwitzen, wir wollen Muskeln aufbauen und genau für das ist man in dem Gym angemeldet. Und nicht, dass man jetzt 15 Minuten trainiert und dann die restliche Zeit, keine Ahnung, umeinander sitzt und Handy spielt. Da willst du wirklich trainieren darin, in diesem Fitnessstudio. Und das ist das Geile, die Atmosphäre darin und auch die Leute, was ich bis jetzt drauf habe, sehr nice. Wir gehen auf. Ja, wie gesagt, ist das dann der obere Teil. Wir haben da aber Cardio-Geräte zum Aufwärmen. Die Übung ist Horror. Was ich jetzt schon habe, ich einmal benutzt, werde ich nie wieder da. Ja, wie schon erwähnt, da ist das dritte Rack, was es in dem Gym gibt, auch wieder mit Gewicht herum. Die Gewichtsscheiben, was es in dem Gym gibt, sind einfach perfekt gemacht. Das ist einfach, also für wenn ihr was nicht gerne ins Fitnessstudio geht, dann wird das wurscht sein. Aber für mich ist es halt wirklich, also ihr könnt es auch fragen, ich schwärme seit wir angemeldet sind von den Handelscheiben. Also es ist wirklich, die sind wirklich cool. Wir haben da was zum Baumdrucken, wir haben da ein bisschen so Kurzhanteln, einen Latzug. Ja, du hast das, was du brauchst. Dann extrem geile Latzuggriffe. Und man merkt einfach in dem Fitnessstudio, es gibt nichts, glaube ich, was man nicht irgendwie benutzen kann. Und das, was es gibt, benutzt er wirklich. Und man merkt einfach, dass die Leute gern trainieren. Und das Powerlifting und das wirklich das schwere Training feiern, genauso wie ich. Und deswegen, ja, freue ich mich auch, dass ich da so gern hergehe und so weiter. Es wird eine 30 Tage Gym Challenge kommen, auch jetzt bald, weil ich einfach Bock habe, da drin zu sein, die Leute kennen zum Lernen und generell einfach die Atmosphäre da drin. Ich hoffe, sie kommt im Video zumindest 10% und man dann merkt schon, wie geil das da drin eigentlich ist. Richtig da noch, geiler Spiegel zum Flexen mit geilem Licht, wo man wirklich. Breit das schon kann. Ich würde sagen, wir haben lang genug geredet. Jetzt wird einmal trainiert.
Training. Dann war es das mit dem Video. Ich hoffe, dir hat es gefallen. Wie gesagt, ihr werdet jetzt mehr aus dem Gym sehen. Also falls euch das interessiert, Powerlifting, Gym, Calisthenics, was auch immer, abonniert es auf jeden Fall. Und ja, dann sehen wir uns das nächste Mal. Ciao.